Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir haben jede Menge Kühe auf dem Gewissen. Aber es war ja alles für einen guten Zweck, für unser Wohlbefinden. Also wenn es dann keinen besseren Grund gibt, irgendjemanden umzubringen, ja, dann weiß ich auch nicht. So, das Zuckerrohr, das kommt alles noch mit. Wir brauchen jede Menge Bücher. Denn wir brauchen jede Menge Emeralds. Um uns ganz viel Stuff craften zu können, beziehungsweise kaufen zu können. So, können wir da erstmal rüber. Ich habe in den Kommentaren gelesen, das ist sogar schon eine ganze Weile her, dass der Kartograf gar nicht mal so unnütz ist, wie ich eigentlich dachte. Ich habe noch nie einen Kartografen gehabt. Ich habe schon super häufig Villages auf Vordermann gebracht und da die Leute hier zum Handeln gebracht. Aber ich habe nie den Kartografen geholt. Und es wurde in den Kommentaren geschrieben, dass der Kartograf eine Schatzkarte verkauft für ein Waldhaus. Und ja, ich erinnere mich, da war irgend sowas. Und das muss ich irgendwann definitiv noch machen. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ich wollte das hier. 21, gut, da muss ich noch ein bisschen was, handeln. Da brauche ich dann noch ein paar Ink-Sacks. Haben wir natürlich alles hier. Also zumindest ein paar Squids, die wir umbringen können. Vor allem mit diesem tollen Looting 5 Schwert. Looting 3. Nicht Looting 5. Looting 5 gibt's gar nicht. Zack, du bist tot. Du bist auch tot. Nur 6? Ah. Enttäuschend. Du kommst noch mit. Mich interessiert noch eine Sache. Wie viele Fische lässt ein Fisch fallen? Wahrscheinlich immer nur einer. Macht ja auch irgendwo Sinn. Also ich glaube, das ist nicht von Looting getroffen. Nö. 6 Stück. Ah, da sind noch Ink-Sacks. Da habe ich die bloß nicht aufgesammelt. 12 Stück. Okay, 12 Stück reichen. Weil ich natürlich noch ein paar mehr machen kann eigentlich. Was werfe ich mal eben weg? Ich kann mal noch ein bisschen was hiervon machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es was bringt. Nö. Zack, 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 zack. Was werfe ich jetzt weg? Was werfe ich jetzt weg? 2 Ink-Sacks. Komm, werfen wir mal die beiden Ink-Sacks weg. Der Rest bleibt da auch erstmal. Halt, das Papier nicht. Das Papier kommt noch mit. Dann handeln wir erstmal. Das ist wirklich noch sowas, das finde ich blöd, dass ich die nicht stacken lassen. Die Books and Quills. Hallöchen, ich würde gerne mit dir handeln. So, ich hoffe, ich kann mit dir 12-mal handeln. Oder. Also jetzt noch 5-mal. Also nicht ganz 12. So. So, dich nehme ich mit, dich kaufe ich. Ja. Heben wir noch kurz den Stuff auf, den wir da unten liegen lassen haben. Und dann geht's wieder zurück. Hallo Bienchen. Was macht ihr da? Das ist sogar eine Babybiene. Ich glaube, die finden nicht mehr zurück. Nicht ins Wasser gehen. Es tut euch nur weh. Habe ich noch mein Fernglas? Nein. Mensch, Leute. Dann müsste entweder das da Norden sein oder das da. Aber eher so das da. Mal gucken, ist das Norden? Das ist tatsächlich Norden. Wie ich das schon mal angemerkt hatte, in Minecraft haben Bienen immer das Bedürfnis, wenn sie nicht zurück nach Hause finden, nach Norden zu fliegen, aus irgendwelchen Gründen. Boah, was ist das für eine coole Höhle? Also sie sieht eigentlich uninteressant aus, aber der Eingang, der sieht so irgendwie zu perfekt aus. Für eine zufällig generierte Höhle.
Das ist ein cooler Eingang. So auch an der Klippe so. Oh Gott. Ja, das. Was ist denn hier los? Letzte Folge lief doch ein bisschen besser performance-technisch. Warum jetzt wieder ein Auge machen? Du stirbst. So, da sind wir wieder. An unserem Trautenheim. Oh Gott, schon wieder. Was ist denn? Ganz komische Sache. Ganz komische Sache. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Genau, die beiden Äxte zusammen craften. Ein bisschen XP haben wir ja. Da werde ich natürlich noch die erste Axt disenchanten, weil sonst ist das ja viel zu teuer. Zack, zack. Es kostet nur 5 Level. Sehr fein. Ich hätte wahrscheinlich Weizen ernten sollen, damit ich die Hühner noch ein bisschen vervielfältigen kann. So, und jetzt können wir hier wieder ein bisschen anfangen, was abzureißen. Oder nicht anfangen, sondern weitermachen wohl eher. Weg damit, weg damit, weg damit. Hier ist noch ein Fensterli. Das kommt auch weg. So. Kiste, da ist... Ja, da ist sogar noch was drin. Ich meine, nur unwichtiges Zeug, aber... ja, nee, nichts. Aber es ist unwichtiges Zeug, was ich nicht brauche. Es kann weg. So. Da ist noch weg. Alles weg damit. Habe ich schon mal gesagt, dass die Performance mich gerade wieder beunruhigt? Ich glaube noch nicht oft genug. So. Das ist noch weg. So, dann müssen wir diesen Hügel hier noch abtragen. So bis hier hinten hin eventuell. Interessant ist auch, dass die Wege hier auch mit Silk Touch nicht abgebaut werden. Die werden zu normalen Erdblöcken. Komisch, oder? Sehr komisch. Das ist unwichtig, das brauche ich gerade nicht. Sammeln wir lieber den Cobblestone auf. Weiß nicht, vielleicht... Nee. Das kommt weg, das kommt alles weg. So, Mossy Bricks, ja, lass ich erstmal da. So, und dann wird das aber langsam, aber sicher doch mal zu gutem, bebaubaren Grund. Ach so, ja, das Bett habe ich mitgenommen. Nur um dann nicht drin zu schlafen. Weil ich so ein Brain bin. Okay. Ich sollte wahrscheinlich... Ja, wisst ihr was? Ich baue ein paar Bücher. Das kann ja nicht schaden. Bücher bauen ist immer gut. So. Wieder ein Stack Bücher. Die kommen erstmal hier rein. So, und dann... wird's, glaube ich, erstmal Zeit. Wo ist denn der Butcher? Ich brauche ja das Fleisch hier erstmal nicht. Ich ernähre mich ja gerade nur von Hühnchen. So. Das hier rein, das hier rein. Das hier rein. Das noch rein, das noch rein. Leder kommt hier auch noch hin. Fisch, ja, Fisch kommt auch hier rein. Kartoffeln. Insekten. Und der Rest kommt erstmal hier runter. Abgesehen von der Erde. Die kommt woanders rein. Und auch die Oak Planks, die kommen ja in die normale Holztruhe. Das war das. Wo war die normale Holztruhe? Das hier war die normale Holztruhe. So. Und so und so. Und jetzt noch hier die paar Goldnuggets rein. So. Okay, endlich hier alles abgeschlossen. Jetzt haben wir wieder gute Ausrüstung. Gute Ausrüstung. Jetzt würde ich einfach sagen, reißen wir hier das Ding weg. Den Baum, den müssen wir noch fällen. Ich glaube, ein Efficiency mehr wäre schon ganz cool.
Wie viele Emeralds habe ich? 10. Wie viel kostet mir Efficiency 4? Ich glaube, es kostet mich so um die 20. Ich kann auf jeden Fall noch... Geh mal hier weg. Oh, da sind auch 4 Hühnchen drin. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen was machen an Books and Quills. Oh, gar nicht mal so viele. Ach, was kann ich denn sonst weghandeln? Ach, komm, wir lassen es jetzt einfach. Ich gebe mich jetzt einfach mal. Ich bin jetzt einmal in meinem Leben bescheiden und gebe mich mit Efficiency 4 zufrieden. Muss ja irgendwann mal genug sein. Ich muss den Hals auch irgendwann mal voll bekommen. So, bis hierhin kommt das weg. Dann noch hier so ein bisschen angleichen. Kleine Kurve machen. So. Das kommt einfach noch hier so hin. Das wird hier aufgefüllt. Diesmal nur mit normaler Erde. Einfach weil es gerade in der Hotbar ist. Zack, 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 zack. So, und jetzt kommt das hier noch weg. Mal gucken, ob hier runter schon Cobblestone kommt. Nicht Cobblestone, normaler Stein kommt. Scheint aber nicht so. Scheint noch alles in Ordnung zu sein. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Nice. Sehr nice sogar. Haben wir hier endlich mal guten Baugrund. Ich fände es noch cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, hier mal die Wege vernünftig wegzumachen. Ohne die Blöcke abreißen zu müssen. So, 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 so. Und so. Das kommt noch hier hin, das kommt noch hier hin. So, okay. Dann haben wir hier jetzt Platz für ein paar Häuser, die wir hier drauf bauen können. Dann haben wir ja gesagt, hier war quasi so die Mitte, wo ein Weg hinkommen würde, der dann eventuell hochführen würde, den Berg hoch. Ich glaube, das kann ich schon mal markieren. Wie würde ich denn das machen? Würde ich... Aber das ist jetzt schwierig für mich. Würde ich... Ich will ja einen 3-breiten Weg machen. Das Problem ist, wenn ich hier die Stairs reinsetze, also ich will ja dann, wenn dann so eine kleine Treppe haben, die 2 Dings hoch ist. Wenn ich das aber so machen würde, dann würde das nicht so aussehen, als würde es so viel in die Tiefe gehen hier. Deswegen müsste ich da eigentlich das so machen. Aber dann müsste ich auch eigentlich das so machen und so. Dann müsste ich da eigentlich wieder einen Block dran setzen. Und da auch überall, aber ich würde es, glaube ich, so lassen. Also halten wir fest. Hier kommt ein Block weg. Hier kommt ein Block weg. Na. 2, 2. Oh, Moment. 3, 2. Und dann geht's schon. Wie weit vor will ich das haben? Will ich das wirklich eins weiter vorgehen lassen? Ich war gerade irgendwie der Meinung, ich hätte einen Creeper gesehen. Paranoia kickt richtig. Okay, eigentlich... Ich glaube, ich muss das... Okay. Dann muss ich das folgendermaßen machen. Moment, wie muss ich das machen? Drei, 4, 5, 6. So, so. So, so, dann 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. So?
Ja, so ist jetzt richtig, ne? Oder mal ein bisschen weiter weggehen und gucken, passt das? Ich glaube ja. Okay. Okay, ich glaube, so muss das sein. Und ich glaube auch tatsächlich, es ist besser, wenn ich das nicht so lasse, mit einem Block Abstand hier, sondern mit zwei Blöcken Abstand. Dann würde ich nämlich so machen, dass die Treppe, die dann ja... Oh mein Gott, jetzt habe ich das 4 breit gemacht. Das muss doch aber 5 breit sein. Mache ich das jetzt nach links 5 breit oder nach rechts 5 breit? Komm, bauen wir hier noch ein... Nee, aber mach ich nach rechts. So. Dann kommt hier der Dreierweg hin. So, jetzt haben wir es doch langsam. Jetzt haben wir es doch langsam. Jetzt kommt hier der Weg hin. Hier kommt dann die Treppe rein. Glaube ich. Ja, hier kommt dann die Treppe rein. Dann kommt hier Treppe rein. Das hier wird Weg bleiben. Und so. Machen wir das erstmal. Erstmal muss ich ein bisschen was essen, damit ich wieder sprinten kann. So. Soll erstmal reichen. So, und dann hatten wir doch bestimmt hier noch... Ja, haben wir. Cobblestone Slabs. Die würde ich dafür einfach benutzen. Dann kommt hier quasi so eine Treppe rein. So. Und dann führt hier dann der Weg weiter. Was mich nur ein bisschen stört bei dem Weg ist, dass man hier die untere Erdkante sieht. Weil die Blöcke nicht ganz einen Block hoch sind. So, dann würde hier einfach geradeaus einen Weg weiterführen. Der dann durch den Berg nach oben führt, denke ich. So, und dann müsste ich nach links und rechts halt noch ein paar Wege führen lassen. Die dann zu Häusern führen. Ich denke, das kann man machen. So, hier den Weg wegmachen, damit es halbwegs vernünftig aussieht. Dann würde ich hier noch ein bisschen abtrennen mit Hecken und so, die ich hier später hinbauen würde. Die würde ich dann jetzt hier wahrscheinlich auf die Höhe setzen, also genau hier an den Erdblöcken ransetzen und dann eben zwei hoch. Damit's, also dann sieht es von unten so aus, als wäre es zwei hoch und von oben wäre es dann quasi nur ein Block hoch. Also eine ein Block hohe Hecke. Die würde ich dann einmal hier rumführen lassen. Und dann wohnen hier so die reicheren Villager. Da baue ich dann vielleicht ein paar größere Häuser. Da sehe ich auch schon, es wird wieder Nacht. Dann darf ich gleich wieder schlafen gehen. Ach Mensch, die Zeit verfliegt aber auch. Die Zeit verfliegt. Na komm. Na los. Na los. Lass mich doch schlafen. Ich glaube, es ist noch wichtig, eine Endertruhe zu machen. Das darf ich nicht vergessen, Endertruhe zu machen. Weil das Gute ist auch, in Endertruhen kann man jetzt so unfassbar viel Zeug reinmachen durch diese Schalkerboxen. Obsidian, 8 Stück. Nochmal Obsidian, nochmal 8 Stück. Und, nee, nicht das. 2 Augen. So, wo habe ich die Crafting Table? Was mir auch gerade aufgefallen ist, das Ding heißt ja gar nicht mehr Workbench, das heißt wirklich Crafting Table. Hier. Crafting Table. Das war auch eine Erfahrung, die hat mich ziemlich erstaunt. Ender Chest. 1, 2. 2 habe ich gesagt. So, und was die macht, ist einfach... Ich weiß gar nicht, kann ich die... Die sieht schon cool aus. Okay, die ist nicht aus Holz. Hat mich gewundert, weil die so ein bisschen aussieht wie aus Holz mit dem Resource Pack. Sieht ziemlich cool aus. Und was die macht ist, wenn ich jetzt was reinlege... Und jetzt... Stelle ich hier noch eine auf, dann kann ich das da rausholen. Ist also sehr geil, wenn man quasi so das wichtigste Zeug da reinpacken kann.
und das einfach mitnehmen kann. Brauche ich da wirklich eine Silk Touch Pickaxe? Ja, brauche ich. Ach, das ist nicht so cool. Das ist halt wirklich nicht so cool. Habe ich noch Silk Touch? Hier habe ich noch Silk Touch. Da müsste ich dann... Oh, das ist... Pass auf, wir haben ja noch so eine andere Diamantspitzhacke. Hier, die hier. Da könnte ich eigentlich Silk Touch drauf machen. Das ist ja meine nicht so wertvolle. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr teuer. Nö, wird's nicht. Cool. Packen wir das Silk Touch drauf. Dann können wir jetzt die Sachen abbauen, die Truhen. So, und jetzt hoffe ich, wenn ich die abbaue... Ja, erstmal droppt die Kiste. So, jetzt baue ich die quasi ab. Also, ne? Stelle ich die wieder hier hin. Und trotzdem ist der Apfel noch drin. Das heißt, es funktioniert also auch mehr oder weniger wie ein Rucksack. Wie eine Schalkerbox. Nur, dass man eben davon eine mitnehmen kann. Also, passt da nicht allzu viel rein. Von Schalkerboxen kann man ja ganz, ganz viele mitnehmen. Aber hier ist ja jede Kiste, jede Ender Chest quasi nur eine Chest. Also da ist ja überall das gleiche drin. Trotzdem sehr, sehr cool, dass man da auch so das wichtigste Zeug reinmachen kann. Und das dann quasi gesaved bleibt. Ich würde eine einfach mal hier so hinstellen, irgendwo. Vielleicht hier, hier so, hier. Stellen wir da eine hin. Kann man sich eine Ender Doppeltruhe machen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde es erst gar nicht probieren. Ja, das Ding muss noch weg. Zack. Das werde ich mal kurz umcraften und dann mache ich das hier kurz raus. Ein paar Sticks. So, jetzt haben wir hier jede Menge Platz. Da muss natürlich hier noch ein bisschen was weggemacht werden. Auf der Seite soll ja auch noch was hinkommen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Platz gebraucht werden. Wobei ich nicht weiß, wie weit das Dorf so geht. Ist auf jeden Fall ein sehr großes Dorf. Also da stehen ja immer noch Häuser. Also wenn man sich das mal gibt, das Dorf geht wirklich von da bis da unten hin. Bis dahin. Das ist schon ziemlich groß. So. Ach, Performance, würdest du bitte wieder dich beruhigen? Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das hier machen werde, weil das ja wirklich ist ja ein wirklich großer Abhang. Auf jeden Fall hier, so von hier bis zur Kirche, so wie der Weg hier ist, da sollte ich dann doch schon auf diese Höhe hier angleichen. Wird ein bisschen dauern, ja. Aber so ist es halt. So ist es halt. Jetzt komm. Ja, und dann da jetzt, wo der Brunnen gerade steht, da muss ich dann irgendwie... eine Treppe runter machen, weil das ist sehr viel Bauplatz hier. Also so viel Bauplatz ist es nicht, aber ich kann ja nicht einfach alles alles mit Erde überdecken und dann da vorne einfach runtergehen. Ich brauche auch noch irgendwie eine Treppe dann hier runter, da weiß ich auch noch nicht ganz, wie ich das mache. Damit es nicht allzu blöd aussieht, nicht allzu steil. Kümmern wir uns erstmal hier so drum. Ach komm. Das Gras ist nervig. Das Gras ist richtig, richtig nervig. Da hängt man sich ständig dran auf. Man will das platzieren und dann wird es davor platziert. Manchmal, manchmal auch nicht. So. Ach komm. Kann doch nicht wahr sein. Elytra. Elytra. Ich bin noch nicht ganz über die Elytra hinweg. Ich glaube tatsächlich, so eine Stadt mit so einem Luftschiff ist tatsächlich etwas seltener. Aber was man ja definitiv auf einer Elytra drauf haben will, ist Mending. Weil Elytren sind ja sehr selten. Ich weiß gar nicht, ob man sich eine craften kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann die wirklich nur finden in diesen
In diesen Ender-Cities, in diesen End-Cities. Was ist hier, was ist mit der Framerate los? Warum ruckelt das? Warum jetzt auf einmal? Er ruckelt aber wirklich krass. Woran liegt's? Keine Ahnung. Hä? Muss ich wirklich nächste Folge gucken? Ja, nach der Folge mache ich eine kleine Aufnahmepause wahrscheinlich. Okay, keine Ahnung. Irgendwas wird im Hintergrund gerade geladen. Keine Ahnung. Na, okay. Jetzt nervt mich die Framerate aber gerade wirklich an. Ich meine, gut, die Aufnahme ist eh gerade schon an einer guten Länge angekommen. Deswegen würde ich einfach hier die Folge wieder beenden. Würde mal gucken, was da jetzt im Hintergrund gerade losgeht. Ob ich da irgendwas vergessen habe zu schließen. Hat mich gefreut, dass ihr hier gewesen seid. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.